Hallöchen, ihr Freunde von heißem Stein und geschmolzenem Stahl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles Age of Calamitous hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Ich habe in der Zwischenzeit ein kleines Upgrade hier vorgenommen. Und zwar habe ich die ganzen Werkzeuge jetzt auf gehärteten Stahl geupgradet. Dafür haben die Talentpunkte noch gereicht. Und habe sie auch gleich hier mit Werkzeugkits ausgestattet, leider noch dem normalen. Dafür haben für die nächste Stufe haben leider wiederum die Talentpunkte nicht mehr gereicht. Das macht aber gar nichts, weil das ist sowieso nur eine Zwischenlösung hier mit diesen neuen Werkzeugen. Und wir werden, denke ich mal, zeitnah auf Sternmetall umsteigen. Für heute ist aber nicht Sternmetallfarmen geplant, sondern für heute habe ich geplant, in den Vulkan zu gehen. Warum gehen wir in den Vulkan? Wir haben hier diese Tränke gelernt jetzt durch die Cebalzac-Geschichte. Und wir brauchen vor allem Rohasche dafür. Und das möchte ich heute farmen. Den Rest haben wir ja, glaube ich, so ziemlich. Den müssten wir haben, aber Rohasche fehlt uns. Und ja, das verbinden wir gleich mal mit einer schönen Vulkanexpedition. So, noch ein bisschen die EP abgestaubt, wunderbar. Und ja, wir werden auch, denke ich, jetzt gleich aufbrechen. Ich muss nur noch schnell ein bisschen checken. Wie sieht es denn mit Essen aus? Ja, eigentlich sieht es ganz gut aus. Wir nehmen mal die Fleischstreifen noch mit, würde ich sagen. Aber ansonsten müsste das soweit passen. Wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken. Ja, passt. Hier ist übrigens das Bärchen. Das habe ich erstmal hier in den Kühlschrank gepackt. Die Säbelzahntiger sind schon fertig, sind leider nur normale geworden. Macht aber gar nichts. Und die Hyänen sind tot. Das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Die stehen hier nicht mehr. Ja, gut. Habe ich ja gesagt, ist abzusehen. Die werden wahrscheinlich sterben. Wen wundert's, ne? So, jetzt brechen wir aber auf. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder in Jasmis Basis. Ich laufe jetzt schnell zum Obelisken hier im Dschungel. Und dann geht's im Norden quasi weiter in Richtung Vulkan. Also meine Lieben, bis gleich. So, da sind wir auch schon bei Just Me. Die hat hier übrigens auch einen Market Trader. Das ist hier das neue Gerät aus Age of Calamitous. Da kann man quasi seine Sachen aus den Berufen eintauschen. Das werden wir auch in einer der nächsten Folgen mal angehen, dass wir hier eine Profession lernen und dann ein bisschen Kohle machen. Aber für heute, wie gesagt, Vulkan. Ein schönes Vulkanabenteuer. Wir werden nicht nur den Vulkan anschnuppern, sondern wir werden natürlich auch gleich zum Obelisken hochziehen. Ich glaube, da steht nämlich auch ein kleiner Obelisk sozusagen. Da können wir uns auch wieder rausporten. Also es ist kein One-Way-Ticket. Aber ja, müssen wir mal gucken, ob es ein One-Way-Ticket ist. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir reisen. Ja, eigentlich sollten wir zwischen... Eigentlich sollte man hier durch die Ruinen von Xulan durchlaufen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Ist ein bisschen gefährlich, aber kriegen wir schon hin, glaube ich. Auf geht's. Nervös bin ich natürlich schon. Aber das wird schon. So. Also vielleicht werden es auch zwei Folgen Vulkan. Müssen wir mal gucken. Kann gut sein, dass wir zwei Folgen Vulkan machen. Weil der Weg an sich ist ja auch schon wieder ein kleines Abenteuer, ne? Aber mal gucken. Auf jeden Fall geht's. Naja. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Hust, hust. Station Nummer Uno. Der Kreis der Schwerter mit Boss. Ich überlege tatsächlich gerade, ob wir mal den Boss versuchen sollten mit Timos. Bringen wird es uns noch nicht viel. Aber ein bisschen Spaß gehört dazu eigentlich. Und ich meine, wenn wir hier schon auf großer Tour sind, dann könnte man das eigentlich auch mitnehmen, oder? Das Vieh. Beziehungsweise es zumindest mal versuchen.
Das Ding ist ja, ich habe ja in den Kommentaren schon gelesen, Herr Timers wirkt ein bisschen zu stark fast schon. Das wäre jetzt eigentlich ein idealer Test, ne? Um zu gucken, ob dem tatsächlich so ist. So, aber erstmal hier die Wolfgang noch töten. Your death will be as meaningless as your life. Das könnte ein langer Kampf werden gleich. Ich meine, die Wölfe an sich dauern ja schon ewig. Ekelhafte Viecher, sage ich euch. Ja gut, ich würde sagen, wir schicken Timers rein, oder? Oder auch nicht. So, Timers, viel Erfolg. Oh, ja. Man merkt, Timers hat Angst. Ja, jetzt hat er sich doch noch den Mut gefunden hier. So, Timers, du darfst angreifen. Mach ihn fertig, den Lümmel. Oh ja, er hat doch wieder Angst. Ah. Bitter. Ah, jetzt. Der Moderzweig. 10.000 HP. Herr Moderzweig, kannst du bluten? Nein, er kann nicht bluten. Ah. Gib Ro. Oh, da habe ich eine Schelle bekommen. Die war verdient, die Schelle. Die war absolut verdient. Oh, nochmal eine Schelle bekommen. Ich sollte einfach nichts mehr machen. Ja, die Moderzweige fliegen tief, das Wetter wird schlecht, ich weiß es nicht. Geschafft, cool. Ich würde sagen, entscheidet ihr. Also ich glaube, das ist ganz normal. Timers ist Level 18, glaube ich. Ja, Level 18. Hat die Werte hier. Der hat jetzt keine so übel schlechten Werte. Ich glaube, das ist ganz normal. Ehrlich gesagt. Ich finde, er hat das sehr gut gemacht gegen Moderzweig hier. Dieses Biest. So, und da haben wir auch unseren ersten Dietrich tatsächlich. Sehr schön. Da ist das Ding. Ha, wunderschön. Freue ich mich. Hat er gut gemacht, der Timers. Kriegt ein Leckerli dann zu Hause. Kiste können wir ja leider nicht aufmachen. Ah doch, können wir schon. Das geht jetzt. Nice. Balpeteors Messer. Ja, schickes Ding. Hey, sag mal, Timers, ist das was für dich? Ich glaube, das ist was für ihn. Hahaha. Er gibt ihm einen Belastungsbonus, den kann er auf jeden Fall brauchen. Aber, naja, jetzt macht er halt fast doppelt so viel Schaden, ne, mit dem Teil. Geil. Geil.
Und Götter, Geister gibt's auch noch, meine Lieben. Ja, nice. Tot. Tot. Tot, tot, tot. Tot, tot, tot. Tot, tot. Okay. So, der Kampf war echt nicht... Ja, wir haben Lowrider-Pferd der Verderbnis. Ich glaube, so kann ich nicht... Ich werde, glaube ich, so nicht aufsteigen können. Jetzt. Sehr gut. Mussten dem Vieh nur ein bisschen helfen. Gut, dann reisen wir weiter, würde ich sagen. Richtung Vulkan. Aber das lief jetzt ganz gut und es war auch ein ganz netter Test, finde ich. Hat echt lange gedauert, der Kampf, aber... Ich glaube, mit Timus ist alles normal. Ich glaube, mit Level 18 und halbwegs vernünftiger Ausrüstung, da kann man schon mal einen Weltboss killen. Also, ich glaube, da war jetzt nichts unnormal. Und er hat ja auch gut Schaden kassiert, so ist es ja jetzt nicht. Oh, da müssen wir aufpassen. Gefährliches Terrain. Schwarze AOC-Wölfe. Also ich glaube, insgesamt läuft das ganz normal mit Timus. Ja, wir müssen da durch, das hilft jetzt nichts. Da ist auch ein Killerhase, da müssen wir auch aufpassen. Ja, ja, ja. Hi, na, alles fit bei euch? Ja, Killerhase, weg. Nix wie weg vom Killerhäschen. Ich glaube, Timus hat ein Killerhäschen getötet. Deswegen nix wie weg von Timus, oder? Naja. So, was haben wir denn? Warum habe ich hier so komische Markierungen aktuell? Das ist ganz, ganz seltsam. Die kommen, glaube ich, nicht von mir. Ich war hier noch nie. Und ich habe mir auch hier nichts markiert. Ach, herrje. Weg. Ich glaube, ich bin ja auf dem Pfad der Verderbnis unterwegs. Ach, da ist ein Camp. Hi. Nee, das ist ein, eine Basis. Ist das die Basis des Feindes? Ich glaube, das ist eine feindliche Basis. Nee, ist keine, ist Thor. Thor ist ein toller. Aber hat der liebe Thor einen Obelisken? Bestimmt hat er den. Aber das wird dann erst wieder in die Kommentare geschrieben, weil ich finde den natürlich nicht. Das ist ja logisch. Das heißt, er kommt dann wahrscheinlich unter diese Folge ein Kommentar. Der Obelisk wäre da und da gewesen. Ja. Ach ey, was ist denn hier los? Okay. Der arme Ymir-Priester. Ja, ich kannte ihn kaum. Da vorne sind die Schutztürme. Ach, ich finde den jetzt nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt zu faul zu suchen. Ich will ja eigentlich in den Vulkan, ne? Ziel ist ja der Vulkan und nicht Thors Obelisk. So, weiter geht's. Aber er hat einen Kartenraum. Von da aus könnte man sich theoretisch ja auch weiter porten, ne? So. Der Gottesklauenweg, auch ein cooler Ort. Den mag ich. Der sieht genial aus. Ist da vorne die Feindesbasis? Ich glaube auch nicht, aber... Ich meine, wenn wir schon mal da sind, ne? Ach, hier hat jemand auf der Brücke gebaut. Spannend. Ja, sehr spannend. Das kann man machen. Das ist übrigens auch nicht der Feind. Das ist der nette Norden. Es gibt einen netten Norden und es gibt einen doofen Norden.
Und im doofen Norden werden wir noch einen Kakaofen vor die Basis sitzen. Aber erst, wenn wir genug Tränke getrunken haben. Die verursachen nämlich Durchfall. Und nur mit Durchfall klappt das. So, ab durch die Ruinen von Xulan. Das könnte auch tatsächlich noch ein bisschen unangenehm werden für uns jetzt. Da beeilen wir uns ein bisschen. Schnell hier das Ding mitnehmen. Na, komm. Aufsteigen, ab die Post. Weg da. Weg da, raus da. Ich will mit denen nichts zu tun haben, mit diesen Leuten hier. Das sind alles Unsympathen. Nein, danke. Hallo, Sie. Ach ja. Äußerst unangenehme Gesellen, die sich hier tummeln, sind alle nicht so mein Fall, muss ich zugeben. Was macht denn der hier? Was macht hier diese Mumie, glaube ich, heißen die Viecher? Das sind äußerst unangenehme Gesellen, kann ich euch sagen. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Timos, wir gehen. Ziel ist und bleibt der Vulkan. Und da sind wir jetzt endlich angekommen. Yes. Puh. Ich hoffe, dieses Mumienvieh läuft uns jetzt nicht hinterher. So, und ich möchte jetzt gleich mal was probieren. Ich habe nämlich was gelesen. Und zwar, dass man Rohasche am besten bekommt, wenn man mit dem Fleischerball draufballert auf die Obsidianvorkommen. Okay, ich glaube, das ist Bullshit. Doch? Nein, leck mich am Arsch. Das war... Ja, glaube ich's denn. Das ist tatsächlich wahr. Ich meine, hier bekommst du natürlich auch tolle... Ja, ein bisschen Rohasche kriegst du hier auch, ne? Boah, ich würde mich jetzt nicht festlegen wollen, was besser ist. Aber wenn du nur Rohasche willst, musst du ernsthaft mit einem Fleischerball draufballern. Das sind verrückte Zeiten, in denen wir leben. Wo ein Fleischerball Rohasche aus Obsidian herausholt. Verrückte Zeiten, sage ich euch. Ich weiß nicht, ob ich in diesen Zeiten leben möchte, aber... Also, ne? Aber gut. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Das ist mir fast schon ein bisschen zu verrückt, aber... Schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Ach, Herr Jemine. Ach ja, Mensch, heute ganz vergessen. Schön, dass ihr so lange dran bleibt. Gerne liken und kommentieren, freue ich mich sehr drüber. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Hilft mir enorm. Also es ist tatsächlich so, ne? Du kriegst... Ja, manchmal... Das ist ganz seltsam. Wir kriegen manchmal extrem viel raus. Manchmal extrem wenig und manchmal gar nichts. Also wir hatten jetzt mit einem Hit haben wir hier 12 rausbekommen, aber mit einem anderen wiederum nur 4. Seltsam. Also ich glaube, wenn du es gezielt jetzt 10... Ich glaube, wenn du gezielt Rohasche farmen möchtest, dann solltest du das Fleischerball nutzen. Und wenn es dir egal ist, so wie mir, weil Rohasche kriege ich sowieso einen Haufen rein, ne? So ist es ja nicht. Wo habe ich eigentlich das Ding her? Ach, das habe ich wahrscheinlich vorher gelootet von dem Priester, ne? Aber wir kriegen ja eh genug rein, ne? 88 haben wir schon. Eine ganz doofe Zahl. Mag ich nicht, diese Zahl. Aus Gründen... Aber das reicht ja an sich eh schon. Das heißt, rein theoretisch könnten wir jetzt heimgehen. Tun wir natürlich nicht. Ich fühle mich hier gerade sehr wohl. Und werde Timos jetzt zum Angreifen beordern. Timos, mach das Biest fertig. Ich könnte eigentlich auch wieder mitkämpfen, ne? Na gut, dann halt nicht. Kämpfe ich halt nicht mit.
Hab schon verstanden, Timers. Du willst mich gar nicht dabei haben. Am liebsten würde sich Timers lossagen. Na? Guten Tag. Guten Tag, sehr angenehm. Hallo. Oh, ich weiß nicht, was er heute hat, der Timers. Aber er greift heute so langsam an, so komisch langsam. Au. Sehr gut. Wir nehmen noch ein bisschen was hier mit. Und ich glaube, dann machen wir eine zweiteilige Tour durch den Vulkan hier draus. Hat insofern den Vorteil, dass ich dann hier gleich nochmal looten kann in der nächsten Folge. Weil ich jetzt natürlich logischerweise auf einen Respawn warte und erstmal eine Pause mache. Dann können wir nämlich doppelt hier das Obsidian abgreifen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter den Vulkan an. Wir werden nicht den Vulkan-Dungeon machen. Das machen wir dann ein andermal. Wenn ich Max-Level bin, dann gehen wir das an. Aber wir werden uns auf jeden Fall noch ein bisschen umschauen, werden uns ein bisschen durchkämpfen. Auch das gehört natürlich dazu zum Vulkan. Ich freue mich drauf, muss ich sagen. Das wird sehr schön. Und jetzt haben wir auch noch ein Level Up mitgenommen. Das finde ich noch schöner. Also so lässt sich's leben, ne? So, meine Lieben. Das soll es aber hiermit gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne liken und kommentieren. Freue ich mich sehr drüber. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.